Hört man mich jetzt? Ich hoffe es. Test. Das scheint doch zu funktionieren. So. Regel nicht anpassen. Okay. Test, Test. Klingt gut. Also für meine Begriffe ist das Mikrofon jetzt an. Man müsste mich hören. Es ist ja auch leider niemand im Chat, der mir mal schreiben könnte, kein Ton oder so. Ist ja alles nicht. Ist ja auch egal. Was ich jedenfalls noch erzählen wollte. Ich habe die letzten 50 Minuten quasi... Nee, Quatsch. Also ich hatte 50 Minuten gespielt und das Gameplay, die Gameplay-Aufnahme ist weg. Habe ich gelöscht, weil die war ohne Ton. Das war Käse. Ich habe also einen neuen Stand angefangen und habe einfach bis Feral nochmal komplett gespielt. Das habe ich innerhalb von 30 Minuten gemacht. Das war kein Problem. Bin da Speedrun-mäßig durchgehetzt und habe alles versucht, so zu machen wie beim letzten Mal. So, wir sind jetzt also wieder hier. Hier unten war irgendwo der Kampf gegen Feral. Wir haben den Doppeljump. Den haben wir in der letzten Folge auch noch geholt. Und habe einfach versucht, alles so zu rekonstruieren, dass es einen nahezu einheitlichen Übergang in die nächste Folge, in diese Folge, jetzt ermöglicht. Und vielleicht haben wir ein, zwei Kleinigkeiten vergessen, aber ich glaube es eher nicht. Unsere Quest war jetzt als nächstes zurück zu Master Wu zu gehen. Ich will mir noch einen Timer anmachen, damit ich hier nicht eine Stunde am Stück spiele und dann eine riesige Folge habe. Machen wir mal 40 Minuten. So. Gut. Also, Sound hier drüber. Nicht hier drüber. Mikrofon ist an. Timer ist gestellt. Es kann losgehen. Sorry. Ich muss mir mal eine Checkliste hier irgendwo hinhängen. Und ich hoffe jetzt, dass das Mikrofon an ist. Ich weiß nicht mehr, ob das vorhin gemutet war oder ob nur der Kanal falsch eingestellt war. Keine Ahnung. Weil mir kam alles normal vor. Ich habe nicht drauf geachtet groß, dass das Mikrofon vielleicht gemutet sein könnte. Ich glaube aber, es war tatsächlich gemutet. Und jetzt ist es das nicht mehr. Es müsste alles in Ordnung sein. Gut. Wir müssen nach unten, weil nach oben kommen wir nicht zu Master Wu. Alles robust. Ja, wir haben die Powerfaust. Bam! Von Master Wu. Die ist halt richtig krass. Damit können wir Türen aufschlagen. Gegner mit Schild können wir wegrotzen. Und das Geilste ist, wir können die Faust permanent aufladen. Und können damit unsere ganzen Doppeljumps machen. Können... Warum habe ich den denn nicht getroffen? Können an Wänden hoch. Können unseren Dash machen. Alles mit aufgeladenem Powerfaust. Powerfaust! Ja. Komm runter. Hat keinen Nerv für dich. Ich liebe diesen Slap. Bam! Bam! Finde ich geil. Weil der ist so... Der ist so saftig. Der haut richtig rein. Scheiß Kerl. Der hat uns gut erwischt. Wo ist er? Der ist weg. Alter. Absolut gefailed gerade. Ist gerade irgendwie nicht unsere Zeit hier. Wir haben so eine schöne Stunde gezockt. Hat so viel Spaß gemacht. Ich habe hier einen vom Gipskrieg erzählt. Mal was trinken. Alles weg. Aber das holen wir jetzt nach. Genau, und das hier hatten wir in der letzten Folge. Da haben wir uns nicht dran getraut, weil wir nicht genau gecheckt haben, wie wichtig, dass wir das hinkriegen können. Ja. Bam. Oder? Oder? First try, ohne Energie zu verlieren. Da kann man ruhig mal klatschen. Hm? Okay. Get. Was kann ich hier getten? Das Poster? Amira.
Was ist das? The thrilling drag race between two young bikers. Keine Ahnung. Man sammelt hier sowieso zwischendurch so ein paar Items ein, die ich nicht so richtig checke. Übrigens, wir haben uns auch wie im ersten, also wie auf dem anderen Spielstand, haben wir uns wieder die Ability geholt. Na, die hier. Bam, 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 bam. Die hier. Und nicht das Execution Plus, dass wir dann Karottensaft regenerieren mit jedem Execution Kill. Das machen wir als nächstes. So, der Rückweg wird nochmal ein bisschen spannend. Ja, easy. Gut, dass der Dash sich im Flug auch wieder abklingt, dass der nicht pro Sprung einmal benutzbar ist, sondern der kann im Flug abklingen und auch erneut benutzt werden. Bam! Ich stehe total auf diesen Slap. Just make it slap. So, drückt mir mal bitte die Daumen, dass jetzt hier alles in Ordnung ist. Ich habe keine Lust, schon wieder den Ton zu verkacken. Und, ach so, Karottensaft haben wir noch nicht geskillt. Okay. Können wir aber gleich machen. Wir haben fast 500 Fertisons. Fersen, glaube ich. Die Kohle hier heißt Fersen. Immer angelehnt an diese Pelztiergemeinschaft. Fersen, ne? Wegen Fell. Da kommen wir nicht rein. Da brauchen wir eine Tornado-Fähigkeit. Die haben wir noch nicht. Ja. Okay. Wie gesagt, wir haben Feral besiegt und der hatte uns diese Data Disk gegeben und die sollen wir jetzt mitbringen zu Master Wu. I'm back, Master Wu. Use their strengths against them. This data machine will help you master it more quickly. This time I think you should learn Rising Punch. Mikrofon ist an, ja. This time I think you should learn Rising Punch. Genau. Ja. Jetzt passt mal auf. Genau, den Rising Punch, den hole ich hier manuell. Ach, den müssen wir jetzt natürlich erstmal lernen. Ah, schade. Ja, dann machen wir das. Rising Punch. Das ist ein sogenannter SP-Skill. Und unsere erste SP-Attacke, Special Point-Attacke. Wenn wir die jetzt freischalten, kriegen wir eine neue Energieleiste. Da, die blaue. Und die Special-Attacken werden mit linken Stick in irgendeine Richtung und gleichzeitig Dreieck ausgeführt. Rums. Und in dem Fall ist es so ein krasser Uppercut. Der kostet halt SP-Punkte, von denen wir aktuell 2 haben. Und die kann man aber auch während dem Kampf aufladen. Okay. After our last failed attempt on the Transformer Drill, the Iron Dog stashed the drill deep inside the power station. Basic moves won't do much against the mechanical monster guarding it. Okay. Ein mechanisches Monster bewacht die Power Station. Interessant. You may stand a chance with your fist in new fighting moves. Remember, hone your skills and they'll clear the way for you one day. Alles klar. Thank you for your lesson, Master Wu. I will go now. Use Rising Punch on the secret door in the room on the right to open the way to the power station. Take care. Power Station ist unser nächstes Ziel. Welcome to Jingles' shop. Since you came on Master Wu's recommendation, I'll give you 20% off. Ein Händler. Interessant. These may not look like much, but they are all rare treasures that I went through a lot of effort to acquire. I stake my reputation on their quality. I'm meant to believe a rat. Mutual trust is needed to grow in business. That's why I quit the Rat Gang a long time ago. Zum Thema Rat Gang.
Die habe ich jetzt. Es gab diesen Türsteher, ne? Von diesem Red Gang-Gebiet. Den habe ich jetzt bei dem Durchlauf leider noch nicht getroffen. Er ist also quasi jetzt unser erster Kontakt zur Red Gang, beziehungsweise er ist ja auch kein Mitglied der Red Gang mehr. Das scheint ein übler Haufen zu sein. Die werden wir noch kennenlernen. We went our separate ways, as the phrase goes. Hm. Der gibt uns 20%, ne? Ah, wisst ihr was? Geil. Thank you for your business. Der Rising Punch hat uns keine Kohle gekostet. Guck mal. Das ist gut, weil ich will ja das hier haben. Weil damit laden wir unseren Karottensaft auf. Kostet 500. Und der war kostenlos, der Rising Punch. Der hat nur die Data Disk gekostet. Also können wir schön weitersparen. Dann machen wir das jetzt. Macht es Sinn, gerade mal ein bisschen Backtracking zu machen? Es mag schon die eine oder andere Tür geben. Oder Passage, die wir jetzt mit dem Doppeljump erreichen können. Aber wir gehen erstmal ein bisschen weiter. Ich will mal so ein bisschen... Ich weiß ja ein bisschen, was passiert. Wie gesagt, ich habe eine Stunde vorausgespielt, was ihr noch nicht mitbekommen habt. Da will ich erstmal drüber hinausgehen, dass es für mich dann auch wieder blind ist. Sonst beschäftigt mich das im Hinterkopf. Ja, ah ja, genau, guck mal. Rising Punch geht ja BAM nach oben. Da können wir diese Dinger oben kaputt schlagen. BAM, sogar in der Luft gehen die Attacken. Und blaue Container laden natürlich unsere SP-Leiste wieder auf. Ganz klar. Klassiker. Eastside News Issue 4. Wie weit waren wir mit den Issues? Ich glaube, wir hatten Issue 3 vorgelesen. Ihr könnt es ja auch noch mal kurz lesen hier. Falls es euch interessiert, was dieser Reporter hier so zu erzählen hat. Der ist halt hinter der Legion her, versucht die irgendwie anzuprangern und die schlimmen Herangehensweisen der Legion, deren Geheimnisse offenlegen. So eine Art Whistleblower, ne? Dass sie das nicht cool finden, dürfte natürlich klappen. Mindestens 1 und 2 beim letzten Mal gelesen. Und werden gleich den Issue 4 auch noch vorlesen. Ja, und hier erzählen sie, dass ein Martial Arts Meister, wahrscheinlich Master Wu, weil es hier auch explizit um den Power Punch geht. Genau. Ah. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wir hätten hier, glaube ich, auch vorher schon hinkommen können. Weil das ist ein Tipp für den Feral Fight. Der macht ja diesen Rocket Punch und den kann man zurückschlagen mit dem Power Punch. Das haben wir natürlich letztes Mal schon gemacht. Wie gesagt, durch das Neuspielen ist vielleicht ein bisschen was durcheinander geraten jetzt von der Reihenfolge her, aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich jetzt da, wo wir auch nach der dritten Folge waren. So, Folge 4, also Issue 4, Braveheart. I realized why I've received no contributions. I didn't include the submission method. Also, ich habe jetzt verstanden, warum ich keine Anfragen bekomme. Er ist ja Reporter. Und er hat die Anschriftmethode wohl nicht angehängt. Unglücklicherweise können mir keine Anfragen mehr übermittelt werden. Die Legion scheint angepisst zu sein wegen der Inhalte meiner beiden letzten Pamphlete. Ich glaube, ein Issue ist ein Pamphlet. Also so eine Art Bekanntmachung von der Presse. There are soldiers everywhere in the streets asking about me. Überall in den Straßen sind Soldaten, die sich nach mir umschauen, nach mir erkundigen. Keine Sorge, liebe Leser, ich werde weiterschreiben. If there are no contributions, I will find the truth myself. Ich werde die Wahrheit selbst herausfinden. Ich weiß gerade nicht, was contributions bedeutet. Sorry. The best way to fight fear is to forget about fear. Die beste Art, Angst zu bekämpfen, ist die Angst zu vergessen. Kämpf weiter, Tipps.
Genau, und bla bla bla. PS, Martial Arts Master in the last issue was not named Wu. Es ist also nicht Master Wu. Nicht, dass die Legion den Master Wu irgendwie angereidet. Es war Master Wu. Ja. Okay. Genug Lehrstunde. Lesestunde. Wir wollen noch ein bisschen Action sehen. Ich muss mir, wie gesagt, eine Checkliste machen. Mikrofon einschalten, checken, also Soundcheck machen und Game Sound auf die Kopfhörer legen. Das passiert nämlich nicht automatisch, weil ich die Kopfhörer per Kabel am Controller festgemacht habe. Das muss man dann manuell noch da drauf schalten bei der PlayStation 5. Es ist hier zu ruhig, wenn ihr mich fragt. Ich habe immer den Verdacht, dass es versteckte Wände gibt. Bis jetzt haben wir noch keine gefunden. Sind wir schon bei der Power Plant? Search Power Station for the Drill. Also nochmal, es geht ja um eine Art Bohrer, so ein Tunnelbohrersystem, nenne ich es jetzt mal. Und damit soll er sich durchbrechen, bahnbrechen zum Torch Tower. So habe ich das verstanden. Und der scheint A, gut bewacht zu sein und B, auch keinen Strom zu haben. Oh, schaut euch das mal an. Sie kennen wir doch. Gut, dass sie es überlebt hat, diese Explosion. I haven't seen anyone this good in Torch City before. Okay. Hier kommen wir nicht rein. Es ist keine Fisttür, aber hier können wir durch. Mit aufgeladenem schweren Angriff. Ist leider auch nichts, wo wir rein können. Ja, schade, dass ihr jetzt auf 4K verzichten müsst in dieser Folge. Liebe Grüße an YouTube. Mit der PlayStation geht leider nicht beides gleichzeitig. Wenn ich 4K-Aufnahmen mache, also wenn ich Gameplay aufnehme, die PlayStation lässt keine Kameraaufnahme zu bei normalen Aufnahmen auf die Festplatte. Beim Streaming schon, und deswegen habe ich mich heute mal dafür entschieden, diese Folge 4 als gestreamte Folge zu machen. Hat den Vorteil, ihr könnt ein bisschen meine wunderschöne Hackfresse bewundern und auch mal ein Gesicht zu der Stimme haben, und B, hat halt den Nachteil, wir können nur in Full HD 60 Frames dann hochladen. Weil Twitch nur 60 Frames Full HD Streams zulässt. Und da ich halt momentan nur die PlayStation 5 habe und eine Webcam und ein Mikro, kein Streaming-PC, keine Capture Card, bleibt mir nichts anderes übrig, als das momentan so zu machen. Ich habe auch nicht vor, sobald mir ein Streaming-PC noch zuzulegen, wenn ich ehrlich bin. Dafür bin ich einfach zu reiner Consolero, schon immer. Aber ich gebe mein Bestes. Und ich hoffe, es unterhält einigermaßen zumindest. Würde mich freuen. Kleines Upgrade gab es ja jetzt immerhin schon mal, zumindest mit dem Mikrofon. Der Sprachsound ist deutlich besser geworden. Auf jeden Fall. Ich liebe dieses Mikro. Cooles Teil.
Die sehen hart aus. Lass mal gucken, was hier unten sonst noch so abgeht. Wir sind jetzt in der Power Plant und müssen die irgendwie einschalten. Wie lange geht die Folge schon? 20 Minuten, haben wir noch ein bisschen Zeit, Leute. Okay, den hauen wir erstmal auf den Sack. Die Shotgun-Typen sind krass. Bam! Das war gut. Ich liebe es, diesen Karottensaft-Flachmann aufzumachen. Voll geil. Have you heard? Farrell, the downtown boss, got dismantled by a rabbit. He got totally written off and was dragged off to the scrapyard. Maybe that rabbit has something to do with a power outage here. Ah, no need to work ourselves into a panic. Farrell and his pals keep bragging about how big they are, but they're just a bunch of wimps. Our boss is a real fighter. Deren Boss könnte ein schwerer Gegner werden. The boss doesn't care if we live or die. They say that the rabbit has a big iron fist on his back. He's no walkover either. The two of us are screwed if he comes here. What do you take the power station for? It has the Legion's most powerful defenses. Nothing can get through. Just shut up and open the valve. Everyone's waiting for the power to come back on. Die haben Angst vor uns. Kurze Zusammenfassung dieses Gesprächs. Und jetzt machen wir den Strom an. Ah, geil, mit diesem... wie einfach mit einer Hand das Ding dreht. Dieses riesige Ventil, was größer ist als er. Aber sein Arm ist halt auch größer als er. Aber nicht wundern, Leute. Das Kamerabild ist natürlich nicht das Geilste. Ich sitze relativ weit weg von der Kamera, weil ich die Kamera auf dem Fernseher habe. Ich bin gerade im Wohnzimmer. Ich werde aber bei Zeiten mir noch oben im Büro eine Streaming-Gelegenheit ein bisschen einrichten und da sitze ich dann deutlich näher an der Kamera und werde auch die Lichtverhältnisse ein bisschen anders machen und dann sollte auch die Kameraübertragung ein bisschen mehr hermachen. Baby. Ich habe auch einen Hammer. Bam! Netter Versuch. Komm, versuch's nochmal. Nope. Execute. Boom. I love it. Wir müssen die Karottenaufladung skillen, Leute. Oh, der ist hart. Bam. Search the power station. Haben wir gemacht, ne? Genau, jetzt läuft's. Das ist jetzt der Bohrer, oder? Weiß es nicht genau, oder? Ist das die Power Station? Es kann auch hier die Power Station sein. Die Tür oben ist aufgegangen. Ist dann hier an der Seite auch die Tür auf? Nein. Ich weiß nicht, wie wir hier reinkommen. Das ist eine Fist Door, okay. Aber nicht für unsere Fist. Das funktioniert noch nicht. Schade. Ich stelle mich gerade an wie der letzte Hase. So. Ja, Rabbit Jokes müssen sein. Ein bisschen zumindest.
Da drauf. Au! So. Nein! Alter! Nein, 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 nein! Ja. Puh, da haben wir uns einen Drink verdient. Ja, jetzt sind wir aber out of drink. Da oben ist doch auch irgendwas zu holen. Ja. Haha. Wir sind schlau. Nee, da kommen wir her. Wir sind gar nicht so schlau. Shit. Wir müssen nach rechts. What a nerve-wracking sound. Must have been the mechanical monster that Master Wu mentioned. Mhm. So, meine Freunde. Jetzt kommen wir der Sache näher. Execution Plus. Sorry, voll irgendwo hingespuckt. Ich hoffe, ich habe das Mikro nicht angespuckt. Any attack that badly damages the enemy has a chance of weakening them. Move next to a weakened enemy and press Circle to execute. Kennen wir schon, jetzt aber Executions Restore EP. Und das ist ein bisschen verwirrend, weil EP ist hier unser Flachi, unser Karottensaft. Das ist der EP. Warum auch immer das Ding EP genannt wird. Und wenn wir jetzt einen executen, weil wir das hier freigeschaltet haben, dann restoren wir Karottensaft. Ich glaube, eine Einheit pro Exekution. Das ist halt obergeil. Das ist einfach obergeil. Schwein. Zapper. Rest in peace now. Bam. Boah, der hat reingehauen. Hat ja überhaupt keine Schnitte gegen uns. Das ist aber nicht der krasse Boss, den die... Bam, 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 bam. Yes. Das ist aber nicht der krasse Boss, den jetzt die anderen beiden Guards da so gehypt haben, oder? Weil der war ja noch leichter als Feral. Zapper. Konnte gar nichts. Konnte einfach gar nichts. Was haben wir hier? A skeleton key is needed to open this chest. Okay. Na gut. So ein bisschen Resident Evil Vibes. Es gibt verschiedene Schlüssel mit verschiedenen Designs. Und dann kriegen wir diese Truhe auf. Wo sind wir denn gerade? Okay, wir müssen weiter nach rechts. Ich bin auch sehr froh, dass diese junge Agentin vom Anfang des Spiels, die hat ja da diese Explosion ausgelöst, um dem Hinterhalt zu entkommen, dass die es überlebt hat. Die würden wir gern kennenlernen. Die ist mega interessant. So. Noch eine Operation Unit? Okay. War doch eben... Bei der vorne war doch eben erst eine. Die werden ein bisschen inflationär eingesetzt. Es ist auch... Oh, guck mal hier. EP-Compound. Drei davon einsammeln. Verlängert unsere Karottensaft. Leiste.
Vorrat, Karottensaftvorrat. Okay, da oben geht's nicht lang. Hier rechts geht's runter. Psst. Ich habe das ja schon gespielt, also ein bisschen kenne ich mich noch aus. Ich sage euch Bescheid, wenn komplett blind ist wieder, ja? So, was mich hier ein bisschen stört, ich kann nicht mit dem rechten Stick nach unten gucken, so wie das zum Beispiel in Hollow Knight möglich ist, was sehr praktisch ist zwischendurch, weil der rechte Stick ist keine Kamerasteuerung. Mit dem rechten Stick kann ich hier die Items ändern. Ja, deswegen sehe ich nicht, was da unten für blaue Blitze auf mich warten, wo die genau sind. Ich muss also hier mich so ein bisschen rantasten. Das macht es mitunter ein bisschen tricky, so ein nach unten Parcours zu nehmen. Boah, das war krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass der so auf uns einstürmt. So. Keine Gnade den Robotern. No? Shotgun ist heftig. Diese scheiß Blitze. Oh, Leute. Noch ein Schluck. Wems. Das klingt nach einem Boss, ne? Ob wir den jetzt schon kriegen? Ein paar Minuten haben wir noch. Dann machen wir einen kurzen Break und starten eine neue Folge. Ja, das war ein bisschen eng hier. Vor allem der Shotgun-Typ, der genau vor uns stand. War nicht ganz ohne. Aber hier gibt's endlich die erhoffte Heilung. Neuen Skill freischalten. Ja, wäre eine Idee. Haben wir denn genug Geld? 285. Pulverize. Whirlwind haben wir auch. Und für die ganzen coolen Sachen hier brauchen wir eine neue Data Disk. Können wir also uns momentan nicht holen. Der Piledriver ist auch krass. Guckt euch das mal an. Aus der Luft heraus und dann nach unten und schweren Angriff macht so einen richtigen Sledgehammer. Bam! Auf den Boden. Large Damage. Können wir uns nicht leisten. Können wir uns nicht leisten. Können den Uppercut vielleicht nehmen. Ist nicht so teuer. Und das hier, Jumping Uppercut. Braucht wieder so eine Data Disk. Okay. Was ist Thump? Ach, Nase juckt. Das ist aber aus dem Stand, oder? Locked Prerequisite Skill. Können wir nicht kaufen, wir müssen erst den Uppercut nehmen. Komm, dann nehmen wir den, der ist nicht so teuer. Left Stick nach oben und Viereck. Sieht gut aus. Macht er hier mit der Handfläche so. Ja. Sehr geil. Leute, wir machen kurz einen Break. Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt. Wir unterbrechen den Stream kurz. Und dann gucke ich mir mal kurz die Aufnahme an, wie das so gelaufen ist. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ich komme gleich wieder online. Vielleicht sehen wir uns. Bis dann.